Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Medieval. Ja, ich bin hier auf meinem Haus und ihr hört vielleicht im Hintergrund, vielleicht, es ist eine Nacht vergangen und ich habe Schafe gefunden. Die habe ich einfach mal schnell hergeführt mit ein bisschen Weizen, weil ich da unten mit Knochenmehl angepflanzt habe. Also wir haben jetzt zwei Schafe. Also, wir haben den Jackpot gekriegt. Wir können endlich Betten machen. Wir könnten ja so einen kleinen Laden aufmachen, so einen kleinen Shop oder sowas. Wir verkaufen alles. Da ist ein Creeper. So, komm her. Noch ein Schlag. So. Ich habe auch gerade in der Nacht eine Spinne besiegt und zwei Fäden gekriegt. Also wir sind gerade so richtig gut dran. Aber das, was wir diese Folge machen wollten, ist eigentlich erstmal das Haus weiterbauen. Sollten zumindest schon mal ein paar Wände da sein, dass man es wenigstens Haus nennen kann. Bisher ist es noch kein richtiges Haus. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt müssen wir einfach nur noch auf die Fichten warten, dass die wachsen. Denn hier gibt es jetzt keinen großen Fichtenwald in der Nähe. Jedenfalls habe ich keinen gesehen. Oder doch, da hinten war einer. Da könnten wir dann später hingehen. Oh, was ist das da für ein Baum? Na toll, wir können schon wieder nicht sprinten. Wie typisch. Ist ja eigentlich immer so. So, eine Palme gibt's hier auch. Und eine Höhle. War hier schon jemand? Ja, war schon jemand drin. Ist doch eigentlich klar. So nah, da findet man nichts mehr, wo niemand war. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu essen finden. Das ist noch eine Höhle. War hier schon jemand? Ach, das ist keine richtige Höhle, gut. So, ach, hier ist ja Fichtenholz. Das ist ja wunderbar. Braucht man ja keins mehr suchen. Und ich wollte jetzt eigentlich sowieso nur Essen suchen. Ich bin auch in der Nacht einmal von einem Zombie gestorben. Aber hab nichts verloren. Das ist alles genauso, wie es vorher auch war, bisher. Ah, da oben baut auch jemand. Schön. Na, wir müssen auf jeden Fall mal alle Nachbarn kennenlernen bald. Vielleicht können wir ja mit jemandem bald aufnehmen. Einen haben wir ja schon in der ersten Folge getroffen, mit dem wir aufnehmen könnten. Also, das wird bestimmt was. So. Jetzt baue ich erstmal das Haus ein bisschen. Hier ist ja noch ein Bäumchen. Habe ich noch Erde, um das zu stopfen? Ja, habe ich. Gut. Hier sind überall so Löcher. Das ist ja schrecklich. Die Bäume wachsen hier in der Erde. So. Hier? Was ist hier? Oh, das passt ja genau. So. Da haben wir das. Oh, warte, ich musste da hoch eigentlich. Denn ich wollte gleich schon mal ein bisschen weitermachen. So. Denn das kriegt hier so einen Rahmen drum, dass es wenigstens ein bisschen schöner aussieht. Und nicht einfach nur so hingeklatscht. Ja, da für so einen Rahmen braucht man natürlich erstmal ein bisschen Zeugs. Und ich glaube, wir machen auch so einen kleinen Einkaufsshop oder sowas hier hin. Das ist wirklich eine gute Idee eigentlich. Wir verkaufen einfach. Wir könnten ja so ein kleiner Bauernhof sein, der alles verkauft. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ach komm, ich reiße hier das Ding jetzt so ein bisschen auf. Wir müssen an die Werkbank. Ich wollte noch eine Tür machen. Die andere Tür können wir hier rausnehmen.
So, sprinten können wir immer noch nicht. Wir brauchen dringend auch mal ein paar Tiere. So, und ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Es wird natürlich noch verbessert alles und sowas. Ja, Fenster müssen noch rein und so. Aber im Groben und Ganzen sieht es eigentlich schon mal ganz schön aus. So, das ganze Holz verbrauchen wir einfach mal für das jetzt. Oh, warte, hier fehlt noch einer. So ein Balken nach oben. Nehmen wir einfach mal 4 Blöcke von hier nochmal ab. So, 1, 2, 3, 4. Genau, so muss es sein. Es muss ja auch schön aussehen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die Wand, die fertig ist, schon mal komplett. Dass wir da nicht nochmal neu anfangen müssen oder so. Die ist ja schon gut aufgebaut. So, warte. Das muss noch ein Stück nach vorne. Oder das hier nach. Komm, wir machen das da nach hinten. Das hier machen wir nach hinten so. Dann wird es eben einen Block kleiner, als ich hier gerade falsch gesetzt habe. So, dann haben wir gleich ein schönes Holz mehr. So, dann können wir ja doch noch was hier dran setzen. Hier machen wir es so wie eine Treppe. Und dann hier noch. Mindestens 2 hoch sollte es schon sein. Dass wir schon mal vor den normalen Viechern geschützt sind. So. Nächster Baum gefällt. So. Noch irgendwo ein Stamm da oben drin im Baum. Naja, werden wir ja bald sehen, wenn die Blätter alle weg sind. So, das Holz finde ich auch richtig schön hier mit dem Resource Pack. Also wir können hier gerade nichts meckern. Wir brauchen nur ganz viel Fichtenholz. Am besten auch bevor es Nacht wird. Denn ich hasse ja die Nacht richtig doll. Und wir sollten uns eine neue Axt machen, wollte ich gerade sagen. Super. Ah, das Weizen ist gewachsen. Dann können wir unsere Schafe verpaaren. Ist ja eigentlich nicht schlecht, aber ich warte damit nochmal, bis wir wirklich mal ein kleines, anständiges Tiergehege haben. Und sind auch nicht mehr so viele Leute on wie beim letzten Mal. Ich wollte eine Axt machen. Jetzt vergesse ich schon wieder die einfachsten Dinge. Und wehe, ich mache jetzt schon wieder eine Spitzhacke. Die letzte Folge. Ich hab's hingekriegt. Super. Endlich mal was geschafft. Jetzt brauchen wir ganz. Das sind keine Spruce-Wood-Dinger. Das sind Eichenholz-Dinger. Na toll. Jetzt müssen wir auf die Bäume hier warten oder in den Wald gehen. Ich würde sagen, wir gehen in den Fichtenwald. Oder wir machen jetzt erstmal schnell ein Schild hin, dass man auch weiß, dass ich hier wohne.
Also gut, wir schreiben erstmal den Na meinen Minecraft-Namen hin. Oder? Nee, komm. Oder nee, warte. Bauern. Hof. So, Shadows Bauernhof. Ich bin der Bauer. So. Oder ich muss einfach nur noch mal gucken, ob die Rolle schon frei ist oder schon vergeben ist. Oder noch frei ist, meinte ich. Ach. So. Dann gucke ich mal in den Fichtenwald da hinten. Wir brauchen Fichten ganz dringend. Und es wird wieder dunkel. Es musste so sein. Wie geht's denn sonst anders? Anders geht's doch nicht, oder? Und der hat das hier schön hingemacht. Nur die Skelette. Die sind jetzt ein bisschen zu viel, finde ich. Sieht nicht nach einer schönen Taverne aus. So. Sind das Fichten? Es wäre schön, wenn das Fichten sind. Ja, müssten Fichten sein. Ja, Spruce Wood. Das ist doch super. Endlich mal Spruce Wood gefunden. Oh. Ich habe mich schon erschreckt, als ich da gefallen bin gerade. Ein Skelett. Okay, von Skeletten halten wir uns lieber noch fern. Spinnen können wir versuchen. So, was haben wir gekriegt? Noch einen Faden. Wir können uns einen Bogen machen. Super. Oder baut jemand? Gerade fleißig. Ein Skelett ist in der Nähe vom zweiten Spruce Wood. Hoffen wir einfach mal, dass es uns nicht bemerkt. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Rennen können wir leider nicht, also. Noch ein Problem. Da läuft das Skelett, das ist gut, es läuft weg von uns. So, ich würde sagen, wir gehen zurück. Also ist gefährlich genug hier. Oh, jetzt taucht da auch noch ein Enderman auf. Na toll, so schnell weg. Was ist los? So, gehen wir einfach mal weiter. Ja? Was ist? Komisch. So, gehen wir einfach mal wieder zu Hause, nach Hause zurück. Wir müssen ja schließlich unser Haus weiterbauen. Unsere kleine Farm. Aufpassen müssen wir auch, dass kein Skelett oder so kommt und uns überrascht.
So, hier entsteht unser Bauernhof. Zack. Wir haben schon Pfeile, das ist schön. Wir können uns ja gleich einen Bogen machen. Oder naja, eine Angel wäre eigentlich sinnvoller. Machen wir uns zuerst eine Angel. Ist sinnvoller. Können wir wenigstens ein bisschen Fische fangen. Zwei Skelette, och nee. Wenn die herkommen, das ist so ein Problem für mich. Ich muss dringend was zu essen auftreiben. War noch eine brillante Idee von mir. Wieso nicht gleich das ganze Haus als Feld nutzen? Das ist eine Spitzhacke. Wir sollten schnell Seeds drauf machen. Ohne Wasser geht das nämlich nicht so gut. So. Ein Feld. Ein sicheres und schönes Feld haben wir jetzt. Hier geht's nicht hoch. Ja. Ein doofes Skelett. Klar. Mist, und ich hab's kaputt gemacht. Na gut, das müssen wir lassen. Hallo? Dummes Skelett. Zack. Dummes Skelett. Mist. Dummes Skelett, komm her. Kann es hier durchschießen? Das ist eine gute Frage. Na toll, ich habe Besuch. Aha, dummes Skelett. So. Komm doch her. Dummes Vieh. Komm hier rüber zu mir. Dein lieber guter Freund ist da. Skelette sind so dumm, muss man ernsthaft sagen. Ich will das Skelett töten. Wenn es nötig ist, mache ich jetzt alles hier draus. Aus Labs. Hauptsache, ich kriege das Skelett getötet. Hallo, kommt ihr her, meine Freunde? Freundchen. So tötet man Skelette. Und es wird jetzt genau zum Folgenende wieder Tag. Nein. Noch ein Skelett und eine Hexe ist da hinten auch noch. Och. Was haben wir für ein Pech? Dummes Skelett, dummes Skelett. Oh, Mist. So, komm her. Skelett tot. Wir müssen dringend wegen der Hexe aufpassen. Aber immerhin haben wir jetzt zwei Skelette getötet.
Nein! Doofes Hexenvieh. Oh, ich hab jetzt schon gedacht, geh nicht zu meinem Haus. Oh, ich dachte jetzt schon, die Hexe geht zu meinem Haus. Das wäre schlimm gewesen. Was? Wieso? Dumme Hexe da hinten. Ja, geh in den Wald und verzieh dich. Also gut. Hä? Nein! Mist. Erstmal hole ich das Schaf noch zurück und dann muss ich die Folge beenden. Nein! Ich bin doch manchmal dumm. So, zack. Also gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Minecraft mit Evil. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht mit jemand anderen, vielleicht auch nicht, vielleicht mit Shader, vielleicht auch nicht, mal sehen. Oder naja, war sehr wahrscheinlich mit niemandem, weil ich jetzt nochmal eine Folge aufnehme. Ja, ich nehme nochmal eine Folge auf. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dumme Creeper.